Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ja, ich habe mich jetzt gerade eben ein bisschen was über Google informiert, wie es jetzt hier überhaupt weitergeht. Und zwar, wir müssen... ich war da oben schon richtig. Warte, nein. Und zwar hier, wir müssen hier hin. Das ist die nächste Station. Und wir kriegen, sobald wir hier irgendwie was betreten, betone nicht auf betreten, kriegen wir direkt eine Mission. Das heißt, ich würde mich wahrscheinlich jetzt hier gleich, wenn wir aus dem Kampf raus sind, hier per Blitzreise hin teleportieren. Dann irgendwann mal raus aus dem Scheißkampf. Okay, aufatmen. Wäre also jetzt. Dann müssten wir regulär eine Mission kriegen. So, wir gehen jetzt hier hin. Also so steht es zumindest auf den einschlägigen Webseiten. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, kompliziert, was das alles angeht. So, wir sind jetzt hier. Und eigentlich sollten wir jetzt hier eine Mission kriegen. Betonung nicht auf... Bowman, wir sind in der Provinz Tabakal. Was haben Sie für uns? Tabakal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Cocaleros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist unser Ziel? Ein Kartellboss namens Madre Cuca. Die Cocaleros haben furchtbare Angst vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen warum. Sie führt Tabakal wie ihr eigenes Mini-Kartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen, sowie genug Aufpasser, um die Cocaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens, bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cocas Produktion. Jo, hätte doch klar wieder recht gehabt hier, beziehungsweise hat Google wieder recht gehabt. Ich sehe jetzt gerade aber, mein OBS spackt so ein bisschen rum. Was ist da los? Na, ich hoffe mal, das wird mir jetzt die Aufnahme nicht verhauen. Ah, das nervt mich gerade irgendwie. Moment, ich muss das Spiel mal gerade kurz neu starten, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Also, wir schauen uns erstmal das Video an. Was wir jetzt gerade gekriegt haben. Kingslayer-Akten und Bowman-Einsatzbesprechung Madre Cuca. Ruperta Faro, Madre Cuca. Früher wurde in Tabakal Kaffee angebaut, aber die Kartelle haben den Wechsel auf Cuca forciert. Viel profitabler. Um mit Kaffee das gleiche Geld zu machen wie mit Cuca, müsste man sich in Cafés die Böhnchen kiloweise durch die Nase ziehen. Madre Cuca wuchs als Raspachina auf, als Coca-Pflückerin. Auf illegalen Coca-Farmen gibt es kein Gesetz gegen Kinderarbeit. Es war eine einzige brutale Tortur. Sie hatte einen Sohn, dem es einmal besser gehen sollte. Pech gehabt. Pablo starb an einer Überdosis. Wie kommt eine Mutter damit klar, das Produkt anzubauen, das ihr Kind getötet hat? Den meisten öffnet es die Augen und sie ändern ihr Leben. Für Madre Cuca war es genau das Gegenteil. Sie ließ ihre Wut an den Leuten in Tabakal aus, zwang ihnen die Entbehrungen auf, die sie selbst erlebt hatte. Und wie jeder Tyrann expandierte sie ihr Reich. Das brachte die Leute gegen sie auf. Kein Problem. Mit El Jajos Rückhalt wurde sie eine mächtige Frau im Kartell. Und die Menschen lernten ihre Lektion. Leg dich nicht mit Mama an. Ja gut, mit Mama sollte man sich in den meisten Fällen sowieso nicht anlegen. Das geht immer in die Hose. So, wir haben natürlich jetzt schon unsere erste Mission bekommen. Was haben wir denn hier? Unbekannter Ort. Hier ist natürlich wieder so ein scheiß Unidad-Hubschrauber. Ich würde mal sagen, wieso kann ich die Mission nicht anwählen? Ein respektierter Cocalero namens Chavez will die Einheimischen gegen Madre Cuca aufwiegeln. Wir müssen ihn um jeden Preis am Leben halten. Okay. Am Leben halten ist meistens ja nicht so einfach. Wie weit sind wir denn weg? Wo ist das Ziel? 1,1, das ist ja gleich nebenan. Ich würde mal sagen, wir laufen da mal eben hin.
Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie jetzt hier nach der Blitzreise und auch trotz des Neustarts irgendwie nicht mehr so flüssig läuft. Toll. Echt jetzt? Wirklich? Ich wollte gerade sagen, ey, jetzt hänge ich hier fest oder was? War ja auch nicht so cool, jetzt hier unbedingt Gravelt einzugehen über die Berge. Aber hier können wir zumindest, glaube ich, schon mal ein bisschen was. Ne, können wir nicht. Alles voller Bäume. So, hier können wir mal was sehen. Was haben wir denn da vorne? Shit, wir haben Gesellschaft. Ja, wir warten ab. Okay, da hinten laden die Texturen erstmal. Was? Barrientos Cooperative. Santa Blanca. Haha, Kooperative, die vor 10 Jahren gegründet wurde. Ja, ist das halt so. Okay, würde ich mich gucken, entweder übers Feld direkt oder hier irgendwie an der Seite lang. Hi. Hier runter ohne zu sterben, werde ich ja merken. Okay, das ist relativ knapp. Finden Sie den Gewerkschaftsführer der Gugaleros. Sehr gut, okay. Kann ja eigentlich wahrscheinlich so schwer sein. Kann man sich einfach alles anzünden hier? Da vorne ist auch schon das Missionsgebiet. Wahrscheinlich sind hier wieder irgendwo Gegner. Aber noch sehe ich nichts. Wir nähern uns jetzt der Kooperative. Da ist Chavez. Wahrscheinlich hält er gleich seine große Rede. Er zeigt dem Kartell wohl eher den Mittelfinger. Der Kerl hat Eier, das muss man ihm lassen. Gut, versuchen wir ihn zur Vernunft zu bringen, bevor es ungemütlich wird. Eine Santa Blanca-Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Reden wir mal mit ihm. Wer zum Teufel seid ihr? Kommt ihr von Madre Coca? Erwarten Sie Ärger, Senor? Oiga, Sie haben mir nicht geantwortet. Ich bin ein Freund und will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie die Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca wird ihre Leute schicken und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind Sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Ich muss zu meinem Volk sprechen. Hier Nomad, wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cucaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Madre Coca helfen wollen. Alles klar, auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Warte, ich muss hier eben einmal aus meinem Scharfschützengewehr das MG nehmen. Können wir hier noch irgendwie was aufbessern? Teile, Zieloptik. Nimm mal das hier. Ah, wobei, das hat eine bessere Handhabbarkeit. Unterlauf. Sonst können wir wahrscheinlich nichts ändern, ne? 90er Magazin. Standardlauf. Auch nur einen kurzen Lauf. So. Ziemlich cool. Hola. Vor dem Kartell waren wir unsere eigenen Herren. Hombres libres. Sembrábamos café. Bestellten unsere Felder mit Stolz. Wegen Verstärkung. Und was sind wir jetzt? ¿Qué nos ha hecho esta diabólica mujer? ¿Qué nos ha hecho Madre Coca? Alle auf den Boden, hinlegen! Vor dem Kartell waren wir unsere eigenen Herren. Hombres libres. Trinkábamos café. Bestellten unsere Felder mit Stolz. Und was sind wir jetzt? ¿Qué nos ha hecho esta diabólica mujer?
¿Qué nos ha hecho Madre Coca? Ich sage es euch. Sie hat uns... Wir bauen Coca an zur Sicherheit unserer Familias, nuestros Scheiße, hijos. Zivilist getroffen. Wir leben in ständiger Angst. Feuer frei, Feuer frei. Wir verdienen Geld. Esto, camaradas, debe parar. Der quatscht doch einfach so weiter, oder was? Hallo, geh doch mal hoch, bitte. Achso, jetzt kommen die Rebellen oder was? Und ganz ehrlich, das MGs bedeuten geiler. Okay, die dürfte sein. War's das jetzt oder wie? So, der rennt ja auch was rum mit seinem MG. Alter, wo willst du hin? Halt mal hier. Hallo? Wie ein Arsch offen? Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Halt, wir kriegen Besuch von hinten. Der Couch schon wieder hin. Oh, der rennt wieder zurück. Bei mir sammeln. Ich habe jetzt eigentlich mitgekriegt, dass das Auto vielleicht irgendwann mal explodiert. Der haut natürlich wahrscheinlich wieder einen Leutnant ab. Können wir... Ne, haben noch keine... Hätte jetzt einen Mörser gerufen. Die Rebellen und Santa Blanca holen sich halt die Wäsche. Greifen wir ein? Oh, jetzt steht er hier vorne schon wieder. Fuck, keine Munition mehr. Nein, nicht runter! Das ist da hoch, ey. Bevor der ist ja fast down. Krieg ich nicht hin. Die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Alles klar, amigo. Habe verstanden. Vor allem, die schießen doch direkt immer aus nah. Nein, 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 nein. Alter, warum gehst du da vorne jetzt hin? Bist du dumm? Wieso kann man nicht einfach sagen, bleib mal hier, du Eierkorb? Achso, jetzt geht der Scheiß hoch, ey. Okay, war zum Glück der letzte. Erledigt. Chavez ist sicher. Gute Arbeit. Graben Sie weiter nach Infos über Madre Cocas Organisation. Wohin die Coca-Blätter gehen und wo sie vor dem Transit gelagert werden. Verstanden. Wir sind dran. Ach ja. Gut, das haben wir zumindest geschafft. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Ein bisschen dämlich, dass der hier immer wie so bekifft durch die Gegend gerannt ist. Oh, wir kriegen Besuch von hinten. Warte mal, irgendwo da vorne ist einer. Wo sind die denn? Setze Drohne ein. Geh in Position. Hab das Ziel. Ich schieße auf die Ärsche. So, ist weg. Das können wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen.
Aber ich glaube, viel mehr als Munition werden wir ja auch nicht finden. Ich muss aber die Ausrüstung wieder ändern. Hier gehe ich jetzt wieder auf Scharfschützengewehr. Zack. Munition ist voll. Pistole ist voll. So. Dürfte auch voll sein, ne? Oder, oder, oder? Ja. So. Oh, Alter. Feindverstärkung im Anmarsch. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Granate fliegt. Nehmt das. Voll. Santa Blanca greift die Rebellen an. Ja genau, die Rebellen, die trauen sich zumindest was. Na komm, zeig dich, du Pisser. Feuer! Verfickte Scheiße! Was? Doch alles gut. Was regst du dich so auf? So down, so. Will jetzt endlich mal verpissen von hier? Meine Güte. Sauber. Alles Paletti? Ja, alles Paletti. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach da unten. So, das Ding haben wir... Ah, guck mal, hier vorne wäre noch Informationslager. Ich würde mal sagen, wir gehen mal nach Bella Selva. Sieht, glaube ich, ganz gut an. Autos haben wir ja genug. Dampft, dampft, nicht so cool. Nicht so cool. Na gut, dann müssen wir doch zum Teil nehmen hier. Anschnallen, Leute. Hey, gepasst, gib Gas. Wo die wir sind, bin ich aber weg. Hoffe ich. So, tschüss. Wir haben uns verloren. Sie nehmen den falschen Weg. Ja, gut so. Denn ich hab da jetzt gerade keinen Bock mehr auf die. So, bin mal gespannt, was uns da jetzt gleich erwartet. Stadt Bella Selva. Bestimmt alles voll. Ah, Unidad. Okay. Vielleicht hier schon doch aussteigen. Ah, warte. Wir gehen da vorsichtig ran. Bitte kein Jammer. Oh, zum Glück. Markiere ein Tango. Einheimische in der Nähe. Markieren einen Hauptmann. Okay, eins, bin unterwegs. Zwei, eine bessere Position. Drei. Neue Position. Ich sehe das Ziel. Roger, so. Ziel erfasst. Dann loslegen. Ob ich die von hier vorne irgendwo erwische. Das sind drei. Halt, ich brauche das andere Gewehr. Oh, ich habe ein Scharfschützengewehr, okay. Aber ein Ziel. Die sind alarmiert. Und weg. Eine Unidad-Patrouille. Ja, es sind immer ein paar Infos. Viel wichtiger, so. Alles klar bei uns. Dann hier schnell rein, weil Unidad-Patrouille. So, dann schauen wir mal, was können wir denn hier, was gibt's denn hier Schönes? Hier vorne hätten wir noch... ...ein Soldat. Warum ist ein Soldat wichtig? Oh, wir haben noch Fertigkeiten. 21 Fertigkeiten, alter Schwede. Lautloser Lauf, Schusswiderstand. Was nehme ich denn jetzt hier? Ablenkungsköder interessiert mich nicht. Fernglasaufklärung. Blendgranate, die habe ich noch nie benutzt.
Kein Schmerz, Ausdauer, Trupp. Was haben wir denn? Trupp. Truppwiderstand. KI-Kamera sind widerstandsfähiger gegen Schüsse. Ganz ehrlich, die machen das sowieso X. Also, die stecken noch ein bis zum geht nicht mehr. Unsere Drohne, können wir Batterie noch auf? Ne, können wir nicht. Cooldown können wir noch machen. Was haben wir noch? Verfügbar. Ganz ehrlich, Cooldown. Doch, ist auch nicht relativ egal. Tempo ist mir auch egal. Kommen wir mal ein bisschen Fernglasaufklärung. Kostet nur 2. Abhängungsköder, Blendgranate. Machen wir mal eine Granate mehr mit. Vielleicht ganz interessant. Die Ausdauer erhöhen wir noch mal ein bisschen. Den Schmerz machen wir noch mal. Haben wir noch? Lautloser Lauf. Ist vielleicht auch ganz... Ach, können wir nicht. Mist. Haben wir noch ein bisschen Schusswiderstand hier. Autoschild. Ein bisschen uninteressant, ne? Waffe. Stabiles Zielen. Ist überhaupt irgendwas verfügbar? Ja, Munitionskapazitäten. Truppwiderstand. Wir haben so viele Punkte. So. Dann gehen wir jetzt mal dahin zu dem. Und wo denn? Ach da. Und dann können wir jetzt aber rüber. Gucken wir mal, was uns da jetzt gleich erwartet, da hinten bei dem Kerl. Ich frage mich, warum ist ein Soldat so wichtig? Oh. Müsste hier vorne schon sein, ne? Ich sehe einen Hauptmann. Was schießt denn der? Hören Sie in hochrangiges Hilfe geheime Informationen. Silenzio, Marche. Pinche cabrón. Okay, nichts passiert. Rede, du Wichser. So, machen wir das halt so. Was brauchen wir denn? Das will ich rede, okay? Ganz ruhig. Zack, dankeschön. So, warte mal, hier vorne war noch einer. Ja, hier war einer. Munition nehmen, oder würde ich sagen. Knapp 20 Minuten. Erstmal den Fernseher ausschalten hier, so. Wir machen jetzt einen kleinen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis denn. Tschüss.